hier haben wir das Squire Strat Special SE Set zusammen mit dem SP10 Squire Amp für 199 Euro. Im ganzen Paket sind dabei, wie üblich, Gurt, Plektrum, Kabel, Tasche sowie eine Einführungs-DVD, ein Stimmgerät und sogar ein Gitarrenständer. Okay, checken wir zuerst die Gitarre. Bei dieser Gitarre haben wir typische Strat-Manier, drei Single Coils, Volume, zweimal Ton, der handelsübliche Fünfwegschalter, ist klar. Dazu von der Optik her sehr schöne Sunburst-Lackierung und hier ein Tortoise, Dreischicht Pickguard, ja, was also auch zu dieser klassischen Retro-Optik passt. Die Mechaniken tun ihren Dienst, funktionieren gut. Die Saiten sind, wie oft üblich in dieser Preisklasse, eher von der billigeren Sorte und frische Saiten würden die Gitarre auf jeden Fall stimmstabiler machen. So gibt es ein paar Probleme. Ansonsten ist der Hals relativ gut bespielbar, relativ bis sehr gut eigentlich. Kann man gar nichts sagen. Die Saitenlage ist ein bisschen hoch, aber alles noch im Rahmen des Erträglichen. Schauen wir uns den Amp an. Sehr simpel und einfach aufgebaut. Input, Volume, hier direkt der Umschalter zwischen Clean und Verzerrt. Zweiband-Klangregelung, Treble und Bass und ein Kopfhörerausgang für stilles Üben. Wie üblich bei Amps mit kleiner Membranfläche sollte man den Bass möglichst hochdrehen, damit einfach das, was an Bassresonanzen da ist, auch wirklich zur Geltung kommt. Ansonsten ist der Amp leicht zu handeln. Ja, man kann also bei Clean Sound auch relativ hohe Lautstärken erzielen. Wenn wir hier über diese Marke hinausgehen, kommen allmählich Verzerrungen dazu, die aber nicht fürchterlich unangenehm sind, wenn man Treble wieder ein bisschen zurücknimmt. Haben die gerade in Verbindung mit einer Single Coil Strat eigentlich relativ bluesige Anleihen. Ja, natürlich kein Röhrenamp, aber es ist vertretbar. Wir können also bis in die Mittelstellung relativ problemlos clean Sounds fahren. Ja, wenn ich die Zerre dazu schalte, klingt das folgendermaßen. Und wieder würde ich die Treble deutlich zurücknehmen. Ja, eigentlich auch ein ganz netter Sound. Alles in allem eine runde Sache. Der Verstärker tut das, was er soll. Klingt auch relativ angenehm. Die Gitarre bringt eigentlich auch das, was es soll. Und es ist aus der Squire-Serie die günstigste Strat. Aber dafür ist man schon ziemlich nah am Sound vom Original.